Uli Vidal und Felix Stockar sind am Genfer Automobilsalon 2015. Schwergewicht von Audi Motor sind immer Modelle und Ausführungen, die es in der Garage gibt, die man anschauen kann und die in der Entscheidung des nächsten Autos eine wichtige Rolle spielen. Darum werden wir auch für den Überblick dieses Jahr unser Schwergewicht auf zwei Kategorien legen. Die kleinen Stadtautos, Citadin, und andererseits die grosse Tendenz und den wichtigen Teil Crossover und SUVs. Jean-Louis, ja. Du hast einmal angefangen, wir sind in Genf, hast bei den französischen Marken angefangen. Was kannst du uns berichten? Das ist es, wie du gesagt hast, wir wollen eigentlich mehr über den Alltags-Auto reden, statt auf einem Träum oder einem Supercar, wo eigentlich entweder niemand sich leisten kann oder dass er überhaupt niemals in Produktion kommt. Traum soll Traum bleiben, genau. Und deswegen reden wir auf die Autos, die ich testen und könnt probieren und könnt kaufen. Also wir fangen jetzt mit den Franzosen an. Ich bin ja Franzose ursprünglich, also deswegen fangen wir irgendwo an. Bei Peugeot zum Beispiel, Peugeot in seine Stadtautos hat uns auf dem 208 avisiert. Also das ist jetzt eine neue Serie, ist ein netter Wagen, heisst Mi Vie. Und Mi Vie auf Französisch heißt halb Leben. Und der Wagen ist jetzt in der Form 3 Jahre alt. Jawohl. Und vermutlich denkt Peugeot, dass er vielleicht noch etwa 3 Jahre wird wieder schleppen. Er ist jetzt neu geliftet worden. Die Innenausstattung ist auch wieder neu gestaltet worden. Der Wagen ist in 3- und 5-Türig erhältlich. Und man kann als Benziner von 68 bis 165 PS haben oder als Dieseler von 75 bis 120 PS haben. Jawohl. Und den kann man schon auf dem Markt haben für 14.900 Franken. Okay. Zur PSA-Gruppe gehört natürlich auch Citroën. Und im Bereich der Kleinwagen, Stadtwagen, gibt es bei Citroën den C1. Der ist natürlich baugleich mit dem Peugeot 108 oder mit dem Toyota Aygo. Bei Citroën gibt es eine Spezialserie, die heisst Swiss and Me und hat die Motorisierung mit 900 Kubikzentimeter und 82 PS. Preislich ganz interessant angesiedelt, 12.450 Franken. Besonderheit von dieser Version ist ein absolut modernes Multimedia-System mit dem Namen Mirror Screen. Gespiegelter Bildschirm würde heissen, dass eigentlich ganze Smartphone-Inhalt aufs Auto übertragen werden kann. Genau. Also Connectic voll top modern. Voll top modern. Etwas muss ich noch dazu sagen, wo du jetzt gerade vergessen hast, ist, dass unter die 3 Autos, die du gehört hast, C1, ja. 108 und Aygo, ist der C1 der einzigste, der eigentlich ein Faltdach anbietet. Ja, klar. So eine halb Cabrio-Sache, wo eben die anderen nicht haben in ihrem Sortiment. Also heisst Open-Air-Feeling dann zu Citroën für den C1? Genau. Okay. Und bei Renault gehen wir weiter, ist einfach mit dem Twingo. Twingo ist ein bisschen der Anstreber von der Firma, obwohl Renault gerne den Druck auf den Clio machen würde. Aber der Twingo bringt wieder etwas Neues. Es ist schon fast ein Kultauto. Ja, klar. Aber Renault hat plötzlich entschieden, ja, wir machen es wieder einmal anders. Und sie haben jetzt den Motor und den Antrieb hinten transportiert. Statt wie alle vorne, haben wir es jetzt wieder hinten. Das okay. Ist der Vorteil, der Wagen hat einen Wendekreis, der unglaublich ist. Also es kann da jeder quasi auf einem Waldweg kehren, ohne Probleme zu haben mit dem Wagen. Das ist alles hinten und das funktioniert super gut. Und der Wagen macht jetzt auch guten Eindruck auf den Markt. Gut, nach den Franzosen gehen wir zu den Nachbarn von Frankreich und das sind die Deutschen von der VW-Gruppe. Da ist interessant, dass es von VW den Polo und den Golf mit einer neuen Motorisierung gibt, auch 3-Zylinder, auch 1 Liter Hubraum unter dem Namen Blue Motion und das Ganze in einer TSI-Benzin-Version. Spannend an dieser Konfiguration ist der Verbrauch von 4,1 Liter auf 100. Damit fallen wir unter die Grenze von 100 Gramm CO2, genau 94 Gramm. Preislich wird ein Einstiegspreis von etwa 17.000 Franken erklärt und gesagt, ja. Wie wir heute gehört haben. Genau. Also wenn man jetzt wieder schaut bei den Deutschen, natürlich kann man Opel nicht vergessen. Opel hat uns in Paris den neuen Corsa vorgestellt. Jawohl. Und jetzt hat er den Karl gebracht. Also der Karl
Der heißt übrigens Viva bei den Engländern, weil Karl hat den Namen nicht gefallen. Wegen Prinz Charles vermutlich. Oder okay. So. Aber Karl, das ist doch kein Kleiner, Karl der Große. Ja, eben. Aber das heißt jetzt, der Kleinste von Opel heißt jetzt Karl. Okay. Und der hat einen 3-Zylinder-Motor bekommen, 1000 Liter, also 1 Liter Motor, 1000 Kubikzentimeter und der ist 75 PS stark. Er ist nur in 5-türige Version erhältlich, jetzt zumindest. Und der Preis startet schon ab 11.950 Franken, also relativ ein attraktiver Preis. Und ja, der Wagen, ja, man könnte so was sagen, ist ein bisschen der Nachfolger vom Agila mit viel mehr Weiblichkeit, mit viel mehr Linie und mit viel mehr Style von diesem vierkantigen Agila, den man früher hatte. Okay, also vom Büchsendesign zur stylischen Art. Würde man sagen. Gut. Stylisch, da sind wir bei Seat angelangt. Seat, der eigentlich zur VW-Gruppe gehört, setzt im Bereich der Kleinwagen und der Stadtwagen vor allem auf den Ibiza. Es gibt mittlerweile verschiedenste Versionen, auch Sportversionen davon und von den Motorisierungen eine unheimlich breite Palette, 1,2 und 1,4 Liter für Benzinmotoren mit 60 bis 140 PS oder Dieselmotorisierungen 1,2 bis 2 Liter, die von 75 bis 143 PS gehen. Und auch da preislich beginnen wir etwa bei 12.400 Franken, was auch viel Auto fürs Geld ist. Absolut. Ohne zu vergessen, dass wir bei der Familie von der Volkswagen-Gruppe immer noch den tschechischen Cousin haben. Und natürlich. Skoda. Bei Skoda ist es ganz einfach. Ihr Renner in der Kategorie ist eindeutig der Fabia. Ja. Und das ist jetzt ein ganz neues Fabia. Man muss sagen, er ist ein bisschen mächtiger geworden. Er ist ein bisschen gewachsen. Ja, er hat ein paar Jahre bekommen. Okay. Reifer. Es ist fast eine Jugend. Jetzt, ist er, und der ist auch mit einem super Preis erhältlich. Er fängt schon bei 12.600 Franken. Da haben wir in 3 1,4 Diesel eine Variante haben von 75 bis 105 PS. Oder man kann in 3 Benzin-Variante haben. Das sind alle 1,2 TSI-Motoren. Also man weiß, woher die kommen, die TSI-Motoren. Ist klar, ja. Und die sind auch von 75 bis 105 PS. Also auf jeden Fall gibt es da auch Kombis, es gibt Limousinen, es gibt alles. Es lohnt sich schon, dort zu schauen, würde ich sagen. Gut, dann gehen wir ein bisschen in den Süden. Da sind wir bei der italienischen Marke, bei der Fiat-Gruppe. Fiat setzt natürlich weiterhin auf seinen Bestseller 500 und zeigt da unten eine Version, die heisst Vintage 57. Wirklich so ein bisschen im Look von den 50er Jahren. Sieht spanisch aus und sieht historisch aus und setzt einen gewissen Akzent. Auch bei Fiat gibt es verschiedenste Versionen, die sich natürlich auch bei der Marke Lancia mit dem Y abbildet in verschiedenen stylischen oder Luxusversionen. Schlussendlich ist noch Alfa Romeo, der mit dem Mito auch da auf ein bewährtes Produkt setzt, aber bezüglich Neuheiten beim bewährten Bestehenden bleiben tut. Genau. Um jetzt ein bisschen mit Europa fertig zu werden, müssen wir noch vom halb europäischen amerikanischen Konstrukteur reden, das ist Ford. Und Ford bringt uns keine neue, wenn man so sagen will, das ist der Fiesta. Und der Fiesta ist jetzt auch in EcoBus, das ist jetzt schon gegeben. Er bekommt jetzt in der Schweiz zwei Sonderserien, das ist ein bisschen lustig, weil die eine heisst Red and Black. Und Red and Black, das heisst einfach, dass die Hauptfarbe rot ist und die Spiegel auf der Seite sind schwarz zum Beispiel. Okay. Oder die heisst Black and Red und dann ist die Grundfarbe schwarz und die Spiegel sind dann rot. Logisch. Das ist eben der Unterschied. Gut, das ist jetzt eine Sonderserie, die ist ein bisschen so funny, racy, ein bisschen tiefer gelegt und gute Motoren. Aber für den Rest muss man betonen, dass der Fiesta EcoBoost, der hat auch einen 1 Liter 3-Zylinder-Motor mit 65 PS und da startet der Preis schon ab 14.500 Franken. Er kann auch ein 1,5 Liter Diesel haben von 75 PS und das ist schon alles, ich würde sagen, vorhanden. Da können Sie zum Händler gehen, Sie können testen, er ist da. Okay. Das ist nicht neu. Gut, weitere wichtige Region, die Stadtautos herstellt, ist natürlich der asiatische Bereich. Werfen wir einen kleinen Blick zum koreanischen Hersteller
Kia, wo uns eigentlich der Picanto, der herzige kleine süße Stadtwagen, in einer neuen Version bringt und vor allem mit Motorisierungen 1 Liter oder 1,2 und preislich natürlich absolut sensationell für ein neues Auto unter 10'000 Franken mit 9'990. Das erst noch bei Kias üblicher 7-jähriger Garantie. Das ist ein absolutes Highlight, würde ich sagen. Vom Preis her ist es fantastisch. Vom Korea springen wir zum Japan und gehen zum Mazda. Mazda zeigt uns den Mazda 2, der zwar in Paris gezeigt wurde, aber jetzt bringen sie ihn da hier. Das ist ein 5-türiger Auto, wo Sie mit einem Benziner, 1,5 Liter Benziner, können hier von 75 bis 115 PS oder 1,5 Dieseler von 105 PS. Und das startet alles so um die 17.500 Franken. Das ist jetzt auch, das können Sie schon jetzt haben. Also es ist auch schon bei den Händlern drin. Gut, Mazda, der nächste japanische Hersteller ist Toyota. Bei Toyota ist in diesem Bereich das Modell Yaris ein ganz wichtiges Produkt. Die Besonderheit in diesem Segment ist, dass es eigentlich mit 3 Motorisierungen, Benzin, Diesel oder sogar Hybrid gibt. Im Bereich des Benziner ist das ein 1 Liter Dreizylinder von 168 PS, der ab 14'000 Franken angeboten wird. Es gibt dann auch mit einer 90 PS Dieselversion und der Hybrid ist ein 1,5 Liter mit 100 PS. Übrigens, der Hybrid ist zum Preis von 22'400 Franken erhältlich. Da muss man schon ein bisschen mehr in die Tasche greifen, gell? Das ist natürlich so. Weiter sind wir noch bei Japaner. Honda. Honda bietet seinen neuen Jazz. Also, neu, es ist natürlich kein neues Auto in dem. Es ist wieder so ein bisschen geliftelt. Der Wagen kommt aber erst September mit einem ganz neuen Motor. 1,3 Liter Benziner mit 100 PS. Und ab 2016 muss man ein bisschen warten. Eine Hybrid-Version, wo man uns so angedeutet hat, es wäre etwas Fantastisches, Rassiges mit Elektromotor. Aber irgendetwas, man kann Honda glauben, Motoren, sie kennen da, die können das machen. Wir müssen es sehen. Immerhin startet der neue Chance ab 13'600 Franken, eben ab September. Sehr gut. So haben wir eigentlich einen Überblick können geben über die Kleinwagen. Jetzt als kleine Zusammenfassung. Ich glaube, wir sehen, dass es hauptsächlich Spezialversionen gibt. Modern, Connectic, Multimedia halten Einzug primär. Und der weitere Aspekt natürlich der, 3-Zylinder- und 1-Liter-Motoren sind mittlerweile fast Standard. Ja, alles, würde man sagen, so Downsized-Motoren sind, das sieht man ein bisschen überall, ist anscheinend ziemlich trendy. Was ich dazu würde als weiteres Argument sagen, ich würde nicht sagen, ich bin enttäuscht, das ist nicht der richtige Wort. Aber ich bin auch nicht grundsätzlich überrascht worden, es hat nichts Neues, können wir sagen, Grundneues, wo wir sagen, wow, das ist ein Wow-Effekt, das ist etwas Fantastisches. Wir sind in einem guten Alltag. Ja, ja, eigentlich solid, man baut es bewährten aus, macht es moderner und stylisch, gutes Verbessern. Ja, absolut. Ich meine, für diesen Sektor ist, was wir da sagen können, das war jetzt unser erster Abschnitt gewesen. Wir machen jetzt einen zweiten Abschnitt und das geht dann über die kleine Crossover und kleine SUV, also wir laden sie ein. Schaut dann noch mal weiter, den zweiten Film, den wir jetzt da euch anbieten.